Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Date und herzlich willkommen zurück zu Paragon. In der letzten Zeit haben mich relativ viele Leute gefragt, State, was ist eigentlich in diesen Silberkissen, Goldkissen und so weiter drin? Und aus diesem Grund mache ich dieses Video hier heute. Ich habe 21 Kissen für euch gesammelt, Freunde, die wir heute zusammen aufmachen und einfach mal gucken, was in den Dingern so drin ist. Let's go. Fangen wir mal an mit den Silberkissen. Davon habe ich 14 Stück. Los geht's. So, hier ist eigentlich nichts Besonderes drin. Wir haben ein bisschen Ruf. Ein paar Rohstoffe für Karten. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier so? Okay, hier ist eine neue Goldkiste drin. Nice. Schon wieder ein bisschen Ruf und weitere Rohstoffe. Machen wir weiter. Ruf, Ruf und Rohstoffe. Okay, bis jetzt nichts Besonderes. Keine Skins oder sowas. Eine neue Goldkiste, Freunde. Sehr schön. Weiter geht's. Rohstoffe und Ruf. Ja, Ruf hat man hier anscheinend nicht zu wenig drin. Weiter geht's. Eine neue Goldkiste. Und eine Kartenpackung, so wie ich es gerade gesehen habe. So. Ruf, Rohstoffe. Sehr schön. Okay, hier haben wir jetzt ein paar Münzen. 10 Münzen ist nicht besonders viel. Aber okay. Hier oben steht jetzt Glückspilz, 1800 Ruf, okay, war in den anderen Kisten auch drin. So, eine Kartenpackung, okay. Hier sind wieder 10 Münzen drin. Und selbstverständlich wieder 1800 Ruf. Ja, hier eigentlich genau das gleiche. Eine neue Goldkiste. Hier haben wir jetzt wieder Ruf und Rohstoffe für Kartenherstellung. Und hier genau das gleiche. Ja, Freunde, ihr seht, in den Silberkisten ist sehr viel Ruf drin, sehr viele Rohstoffe drin und auch Goldkisten. Das finde ich sowieso lustig, dieses System, dass in minderwertigeren Kisten hochwertige Kisten drin sein können. Aber gut, so sieht's aus. Ja, Freunde, wir machen weiter hier mit den Goldkisten. 6 Stück an der Zahl. Let's go. Was haben wir denn hier so Feines? Oh, hier ist sehr, sehr viel Ruf drin. Weiter geht's. Eine Kartenpackung. Goldkiste Nummer 3. Wieder sehr viel Ruf. So, eine zufällige Karte. Beliebiger Verbundenheit. Okay, cool. Eine Diamantruhe, Freunde. Sehr schön. Ihr seht schon, unten in der Diamantruhe können auch sehr seltene Sachen drin sein. Sehr, sehr cool. Die machen wir gleich auf. So, was haben wir jetzt hier Feines? Wieder Ruf und eine zufällige Karte beliebiger Verbundenheit. Sehr schön. Okay, Freunde. Weiter geht es mit den Diamantruhen. Sind die seltensten Truhen im Spiel. Die machen wir jetzt als nächstes auf. Los geht's. So, 11.000 Ruf. Okay, also Ruf kommt hier auf jeden Fall nicht zu wenig. 2 neue Kartenpackungen, sehr schön. Weiter geht's. Nochmal Ruf, ein bisschen Rohstoff, Matrix. Eine neue Kartenpackung. Noch eine Kartenpackung. Wieder Ruf ohne Ende. Und hier auch wieder. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, Freunde, hatte ich leider kein Glück mit den Legendaries, beziehungsweise mit den seltenen Gegenständen wie Schlüssel oder Skins. Ist nicht weiter wild. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Ruf gefarmt. Und Kartenpackung, wie ihr sehen könnt, 9 Kartenpackungen rausbekommen. Komm, die machen wir auch mal fix auf. Okay, die Karte ist nicht so nice. Weiter geht's. Was haben wir hier noch so? Ja. Ja. So, Lebensraub, okay. Nichts Besonderes. Ich glaube, die meisten. Ich habe eigentlich auch schon fast alle Karten. Deswegen, ist das Ganze nicht so reizvoll für mich. Rotaugen, Nitro und so, Beta-Schutz, ja, okay.
Weiter geht's. Aha, aha, aha. Was haben wir hier noch Feines? Oh, die habe ich glaube ich noch nicht, obwohl da unten steht im Besitz 1. Doch, habe ich. Im Besitz 19. Ja, wie ihr sehen könnt, Freunde, habe ich die meisten Karten auf jeden Fall schon. So, was haben wir jetzt hier noch? Im Besitz 1, 6, 3, 4. Okay. Also nichts Außergewöhnliches dabei, leider. So. Ja gut, sehr viele Karten, die ich natürlich schon hatte. Diese kann man auch weiterhin zerlegen, um neue Karten wiederherstellen zu können. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, falls ihr weitere Karten braucht. Wie ihr aber gesehen habt, Freunde, ist hier sehr viel Ruf drin. Ja, sonst eigentlich nicht viel Besonderes, was ich hier gezogen habe. Ich hatte, wie gesagt, 21 Truhen oder so. Und ja, Freunde, macht einfach mal eure Kisten auf und sagt mir Bescheid, was bei euch drin war. Vielleicht habt ihr mit weniger Kisten deutlich mehr Glück als ich. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft versuchen, noch ein paar Schlüssel irgendwie an Land zu kriegen, um mal diese Schatztruhen zu öffnen. Diese scheinen deutlich reizvoller zu sein, wie ihr sehen könnt. Da sind auch gelbe Sachen drin. Ja, Freunde, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da oder abonniert, beziehungsweise oder und, abonniert meinen Kanal für weitere Guide-Videos oder Kistenöffnungsvideos und ja, auch für weitere Paragon-Videos. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Euer State. Peace out.